Moin, du willst wissen, was die beste Farm in Enshrouded ist? Nun ja, das kommt ganz drauf an. Denn es macht einen Unterschied, ob du Level 1, 10 oder 20 bist, mit Freunden oder Solo spielst. Ich gehe davon aus, dass du absolut Solo-Bolo unterwegs bist und gerade mal das Spiel gestartet hast. Ja, völlig Noob, völlig Neuanfänger und du willst erstmal deine ersten Level dir irgendwie erkämpfen. Das machst du im besten Fall, und wer hätte es gedacht, in einem Open-World-Survival-Spiel mit Erkunden. Du kriegst beim Erkunden von neuen Gebieten XP, und zwar auch nicht wenig. Von kleineren Gebieten natürlich eher weniger, aber wenn du was Großes entdeckst, irgendwelche neuen Gebiete, dann gibt es auch mal bis zu saftigen 1000 XP-Points. Das könnte für dich ungefähr fast die Hälfte oder ein Drittel Level bedeuten. Ihr müsst natürlich immer mehr bekommen, je höher es geht, und das ist natürlich mega krass. 1000 XP oder auch 500, nur dafür, dass ihr die Welt ein bisschen erkundet, was ihr sowieso machen müsstet, das klingt ziemlich nice. Und ich muss sagen, das hat Enshrouded auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Man hat echt Bock, die Welt zu erkunden. Man will was Neues sehen, man will was Neues erkunden, neue Mobs sehen, neue Gebiete. Und dafür wird man echt mies belohnt mit XP. So hat man das Gefühl, dass man immer weiter vorankommt und den Spaß am Erkunden nicht verliert. Die zweite Methode, XP zu farmen, sind natürlich die Elixierbrunnen. Nicht, weil ihr beim Abholzen unbedingt tot viel XP bekommt, sondern weil die ganzen gespawnten Mobs auf jeden Fall gut was an XP bringen. Und noch viel besser funktioniert es natürlich im Koop-Modus. Ja, dann braucht ihr natürlich weniger Zeit, um die Leute zu töten, bekommt aber dennoch übertrieben viel XP, was sogar in meinem Fall mit Level 23 bedeuten kann, 110 XP pro Mob zu bekommen. Das schmeckt, liebe Freunde, aber es gibt einen Haken. Und zwar bekommt ihr natürlich für Low-Level-Mobs immer weniger XP und müsst immer stärkere Mobs besiegen, was natürlich auch länger dauern kann, ja, und wie gesagt, wenn ihr nicht im Koop spielt, dann braucht ihr einfach nur mal länger, und mit mehreren Mobsgruppen zu dealen ist manchmal ein bisschen schwierig und kann auch sehr viele Gefahren bürgen. Deswegen muss man eigentlich immer kiten, ausweichen, das dauert wieder Zeit, man muss von Elixierbrunnen zu Elixierbrunnen wiederum wandern, das braucht auch wieder Zeit, auch vielleicht nicht viel, aber dennoch, bleiben wir realistisch, wie viele Schläge brauchen wir ungefähr pro Mob? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich brauche bei gleichleveligen Monstern, bei einem Archer zum Beispiel, 7 Schläge, um den zu killen, und bekomme dafür nur 30 XP. Und bei einem Drachen sind es bei weitem mehr Schläge und ein sehr, sehr schwieriger Kampf, weil er noch fliegt. Gut, wenn ich ein Ranger wäre, wäre es natürlich ein bisschen schneller, aber trotzdem bekomme ich dafür nur 50 XP. Und er ist Level 23, muss man dazu sagen. Und deswegen ist diese Methode fürs Endgame auch nicht die allerbeste. Denn in diesem Spiel verdient man fast bei allem XP, und zwar auch beim Farmen. Und zwar bringt das Abbauen von Erzen XP. Es kommt sehr darauf an, welches Erz ihr abbaut, weil zum Beispiel bei Flint bekommt ihr nur 7 XP pro abgebauten Flint und bei Eisen 10. Macht natürlich Sinn, weil Eisen natürlich wertvoller ist und erst später im Spielverlauf erreichbar. Dennoch ist Eisen nicht das beste Erz zum Abbauen. Das beste Erz, finde ich, ist Schwefel. Ihr kriegt es mit jedem Schlag einmal ab, das heißt 10 XP pro jeden Schlag, was natürlich viel mehr überwiegt als die 7 Schläge für einen Gegner für 30 XP, wären dann natürlich beim Schwefel 70 XP. Außerdem solltet ihr natürlich darauf achten, wenn ihr noch nicht beim Schwefel angekommen seid, versucht immer mit der besten Spitzhacke abzubauen, weil pro abgebauten Rohstoff ihr die XP bekommt und nicht pro Schlag. Das heißt, die bessere Spitzhacke baut schneller ab, ihr bekommt schneller XP. Der beste Weg, Schwefel natürlich farmen zu gehen, ist natürlich im Ödland, weil es nur da auftaucht. Am besten nehmt ihr euch natürlich mehrere Spitzhacken mit, damit sie nicht immer sofort kaputt gehen. Und natürlich für den Boost pusht ihr eure Ausdauerregeneration mit etwas Süßem, am besten natürlich die Yucca-Frucht, und eure Kondition, am besten mit dem Würztee, aber ansonsten alles andere, was Kondition bringt, also mehr Ausdauer, sollte man mitnehmen, mit großer Aufmerksamkeit auf dem Ausgeruht-Buff, denn der bringt euch absolut übertrieben viel extra Ausdauer, für natürlich eine bestimmte Zeit, was aber meiner Meinung nach unumgänglich ist für diese Farmmethode. Ja, das waren die aktuell 3 besten Farmmethoden in Enshrouded. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und Tipps und Tricks, falls ihr noch welche auf Lager habt. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, denn ich versuche gerade die 1000 Abonnenten zu erreichen. Deswegen sei dabei und bleib salzig.